Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Airmod. Ja Leute, ich war faul die Nacht, ich habe nichts gemacht, keine Steine geklopft, kein Holz gemacht. Ich habe hier ein bisschen weiter gecraftet, ich habe eine Chemiestation mal gecraftet. Ihr seht, ich mache noch einen Landclaim-Block. Da ist noch Munition zugange. Ja, einfach um mal ein bisschen voranzukommen, was drüben anbelangt. Deswegen, wir werden jetzt gleich zu den Händlern, oder machen, können wir jetzt eben machen, können wir schon mal los. Draußen ist eh Action hier. Fahren erstmal zu dem hier vorne. Das war dann auch mal, dass ich das Händlergefahre dann endlich mal so hinter uns haben. Und mich dann eigene Chemiestation haben. Und so weiter, dann brauchen wir auch nicht mehr hinfahren. Müssen es mal, wenn wir irgendwie vielleicht mal einmal die Woche da ein bisschen Munition brauchen unbedingt. Aber ihr habt es ja gesehen, das war so eine Nacht Ressourcensteine waren 3000 Schießpulver, also. Siehst du uns das nicht, oder was? Ja, geht's dir auch, du. Hier steht immer einer, ne? Kannst du wegpöbeln. Doch später steht wieder einer hier. Jedes Mal dann eine scheiß Machete mit, ey. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mal das so machen. Mal austauschen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Looten noch vor der Horde klappt. Wahrscheinlich nicht. Wie man plant. Ein Zombiebär steht auch rum hier oder was normaler. Egal. Wie es klappt, klappt es halt nicht, wie man es sich vornimmt. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal drüben schon mal so die Handwerkshalle fertig haben. Zwei Werkbänke. Auf jeden Fall zwei Concrete-Mixer und die Chemiestation. Ja, und vielleicht auch schon mal so ein paar Forgies. Haben wir noch ein halbes Stündchen Zeit, dann machen wir ein bisschen Holzen. Gerade die Chemiestation kommt es jetzt nicht mehr drum rum. Ich habe nämlich auch hier, kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe mal das Steel-Upgrade noch gekauft, gerade für 20 Punkte. Leute, wir können unsere Spikes dann auch nochmal aufwerten und unsere Steel-Blöcke. Da brauchen wir aber Queen für. Bedeutet, wir brauchen ein paar Snowberries. Silber-Nuggets haben wir, dass wir Queen herstellen könnten. Aber wie gesagt, ich brauche halt da überall die Chemiestation für. Wahrscheinlich komme ich auch nicht mit einer aus, aber ich habe nur zwei Beaker aktuell. Also ich komme auch nicht drum rum, dann mal looten zu gehen. Nach der Horde. Aber ich denke, dann haben wir soweit auch erstmal alles fertig. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Handwerkshalle. Dann können wir auch schon mal so ein bisschen Klamotten rüberholen. So viel haben wir ja auch gar nicht mehr drüben. Da Waffen und so, das ist ein, zwei Touren, dann ist das Zeug alles drüben. Ein paar Ressourcensteine muss ich noch mal machen. Ich könnte jetzt noch mal 6000 Concrete machen. Komm mal auf hier den Laden. Mach auf! Now open. Ju, da können wir das Holz auch mal wegnehmen hier. Greetings, Servus. Stranger. Greetings, Stranger.
natürlich auch Geld mitnehmen. Hm. Ja, mache ich. Warte, dauert nicht lange. Bam. Dann nehme ich gleich nochmal fix ein paar Autos, dass ich Werkbänke und Concrete Mixer machen kann. Ich habe nämlich keine Mechanical Parts mehr. Da wollte ich. Weapons. Was ist zufällig? Schottilauf? Natürlich nicht. Da. Noch eine Battery Bank. Und schon wieder. Son of a bitch! Ja, oh, jetzt geht das wieder mit den Errors los. Ich nehme sie mit. Zwei reichen. Anders geht's nicht, Leute. Sonst komme ich hier nicht weg mit dem Fehler. Mehr wie zwei Battery Banks werden wir wahrscheinlich nicht einsetzen, deswegen brauchen wir die gar nicht erst selber herstellen. Wo ist denn eigentlich hier ist unser, ach, unsere Butze ist in die Richtung, na gut. Ja, gut, dann düsen wir erst durch. Ja, kann ich leider nichts gegen machen durch mit den Error von den Survivern und Banditen beim Händler. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Alpha 17 immer noch keine Banditen bei sind. Naja. Friert sich den Arsch gerade ab. Gibt da Geräusche von sich, die Olle, oder? Ja, wie viel Zeit man merkt das gar nicht so, aber wie viel Zeit man echt mit dem Rumeiern verschwendet hier, von Händler zu Händler, ne? Unglaublich, ey. Bei einer Stunde Spielzeit merkt man das schon. Aber ich denke, bisher haben wir es ganz gut hingekriegt vom Zeitmanagement. Minibike können wir uns auch mal ein neues machen, irgendwie. Besseres. Müssen wir vielleicht nur ein bisschen Science leveln. Aber ist ja auch nicht nötig, Hauptsache schnell, ne? Der Rest ist mal zweitrangig. Liegt natürlich daran, dass ich auch die Nacht nutze. Ne? Also bei einer Stunde Spielzeit kann man sich nicht erlauben, irgendwie jede Nacht in der Bude zu stehen und darum zu eiern. Da muss man schon auch noch produktiv sein oder zumindest bauen oder sowas. Ich überlege gerade, man könnte natürlich auch... Höhle. Ja, die Forgen und den ganzen Scheiß im offenen Bereich stellen. Ne? Da muss ja nicht unbedingt zu sein. Ich jetzt so den nächsten Stockwerk da erstmal auch offen lasse. So wie unten. Muss ich mal gucken. Ich glaube nicht, dass die Cops, wenn ich natürlich dann da oben rumstehen würde, aber das werde ich ja nicht tun. Also ich denke nicht, dass die Cops da irgendwas kaputt spucken werden. Müssen wir uns mal anschauen nachher. Oh, man muss ja nicht immer alles so zumauern. Ja, ja, ja. Dann haben wir nämlich irgendwie zwei offene Stockwerke. Und drei zu. Ich dann so als Abschluss erstmal mache. Ja, ich denke, das machen wir auch. Also dann haben wir, dann hauen wir doch nochmal ein paar Stockwerke drauf. Jetzt haben wir ja eins und eins offenes. Mache ich das zweite oben drauf zu. Dritte wieder offen. Ja. Aber wie gesagt, das schaffe ich eh nicht mehr alles vor der Horde. Muss auch nicht.
Will halt jetzt Star Traps, da sieht es ganz gut aus. Ich habe jetzt 28 oder so bei. Ich glaube, ein paar hatten wir schon drüben. Wenn ich also nochmal ein paar Autos mache und so weiter, kriegen wir es auf jeden Fall gebacken, dass wir die ersten zwei Reihen hinkriegen. Die würde ich auch separat schalten. Und am besten auch jede Seite separat. Also jede Seite zwei Schalter für vordere und hintere Reihe. Ja, Menge Verkabelung, ne? Menge Arbeit. Jetzt halt mal gucken, wie wir es auch am besten machen. Bin ich jetzt ganz auf Banane oder was? Jetzt einmal um Eingang rumgefahren oder was? Das ist soweit. Dann Polo nehme ich mit drüber. Mach mal. Ja, explosive Pfeile können wir auch schon mal mitnehmen. Hello. 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 Concrete. So, Spotlight. Sau stark. Ich glaube, eins hatten wir auch schon. Dann haben wir vier. Dann sind wir da auch schon mal ganz gut aufgestellt. Thank you. Läuft. Eigentlich wollte ich auch mal... Moment, kann ich natürlich auch noch mitnehmen. Nach dem Steel Upgrade, oder habe ich das rausgenommen gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist ein Händler. So. That's all you're gonna buy? I'll let you show yourself everything's out. For sale. Everything's for sale. Oh, ich glaube, da müssen wir erst Punkte ausgeben, dass der hier erweitert wird oder so. Genauso für Sniper-Teile und so ein Gedöns. Industrie-Lights hätten wir noch. Komm, nehme ich mit. Timer-Relay sollte passen. Hier hätten wir einen Shotgun-Lauf. Bin ich eigentlich zu geizig für. Müssen wir uns halt erlooten, ne? Wir müssen ja auch irgendeinen Anreiz haben, noch looten zu gehen. Oh, you want a guarantee, huh? Warum mache ich nie die Tür zu, oder was? Immer drücke ich zu schnell, dass er dann noch gar nicht ganz auf ist, oder was? Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Ressourcen. Nice. Was hast du hier Schönes? Nix, was wir benötigen. Much obliged, stranger. Damn, you smell like you're dead. Bam! Ja, Papier brauche ich natürlich auch, ne? Also wir kommen nicht drum herum, looten zu gehen. Soll ich keine Sorgen machen. Papier ist nämlich nichts mehr da. Also macht es dann auch Sinn, das Papierhochhaus da durchzusmashen. Ich denke, das ist ganz gut dann so zum Anfang. Wird wahrscheinlich auch nicht so einfach sein von der Steeper her. Ich bin gespannt. Aber das macht natürlich Sinn, das dann durchzuziehen, das Ding. Da wollte ich... Was für ein S. Joa, nicht wirklich ergiebig jetzt hier irgendwie. Cha-ching! Something you like. Something you like? Ich wollte mal hier nochmal bei Ressourcen gucken, ob ich hier Zement zufällig. Ja. Das ist mir noch gedacht. Pleasure doing business. Was habe ich hier noch gerade gesehen? Zu teuer. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Dingens. Ich meine, wenn wir looten gehen, machen wir natürlich auch Geld. Also. Alter, ist ja nicht euer Ernst oder was?
mal eine vierte Folge, die ich aufnehme, gefühlt, auf jeden Fall 10 Banditen weggenagelt. Haben wir Platz? Natürlich nicht. Haben wir hier Platz? Natürlich. Heuschere kann schon mal mit drüber. Kohle kann generell hier rein. Sand brauche ich da. Sehr geil. Ja. Hier liegen gerade so viel rum, dann nehmen wir schon mal ein paar mit. Können wir nämlich nochmal ein bisschen Concrete anschmeißen. Ihr seht das, ne? Du knallst so durch, ey. Nehmen wir mal hier die Reihe da oben, die alle mit. Da haben wir bestimmt schon wieder 6000 Steine. Heißt 3000 Concrete Mix. Ah, Concrete Mix ist ja jetzt eh nicht das Problem. Alles gut. Wie gesagt, dann gleich ein paar Autos eben. Müssen auch gar nicht viele sein. Ich glaube 20 Mechanical Parks pro Werkbank. Heißt 40 und 10 pro Dingens. Wären 60. Ja, für ein paar Dart-Trails brauchen wir natürlich auch noch Mechanical Parts. Kriegen wir alles hin. Das Gute ist halt, ich habe jetzt nicht so den Druck. Also wenn das jetzt nicht fertig wird bis zu der Horde, ist das nicht so wild. Weil ich denke nicht, dass die uns jetzt irgendwie so... Was ist denn jetzt los? So modsmäßig wegballern wird. Obwohl, ne? Level 100, wir können ja mal gucken, ey. Was sagt er denn hier? Game Starge 1118, ja gut, hält sich noch in Grenzen. Wahrscheinlich so 1200 haben. Die passt schon. Die passt schon. Was haben wir? 5000. Ja, jetzt machen wir natürlich noch eben den, bis wir hier unserem Buff weg sind. Noch ein bisschen Zeug mit, auch hier, ne, ihr seht, 40 Eisen pro Schlag, also. Das kann man schon mal machen. Und wenn man halt so 5 Minuten am Tag einstreut hier, dann machst du das ganz nebenbei, ey. Wie gesagt, ich finde es mir ein bisschen schade. Ich fand es früher um einiges geiler, wo du echt dir Minen bauen musstest. Weil da gab es hier nicht. Da gab es halt nur Steine bei den Steinen hier. Fand ich um einiges geiler. Vielleicht überrascht uns die Alpha 17 ja noch, aber ich denke nicht, dass sie das wieder geändert haben. So, was ist unser Minibike? Hey! Ja, mal sehen, Leute. Vielleicht wird es bei Alpha 17 oder nach Alpha 17 oder zeitgleich auch mal irgendwie so ein Oldschool-Staffel geben oder mal gucken. Aber zumindest im Stream werde ich es auf jeden Fall mal machen. Also ich weiß gar nicht, Alpha 14... Ja... Müssen wir überlegen. Auf jeden Fall da, wo noch eine Stadt Null war, wo die Städte noch mit Cops voll waren und wo die Horden noch wirklich das kommt, was du eingestellt hast. Ja. Die Grafik wird wahrscheinlich in Alpha 17 um einiges geiler aussehen. Aber vom Spielerischen her gehen wir dann mal zurück. Na, so, ich glaube Alpha 14 ist es. Ansonsten Alpha 13. Damit ihr einfach mal... Oder ich auf jeden Fall. Ich denke mal, das Navu ist auch dabei.
Sehen wir, 7 Days sieht, wenn 7 Days schwer ist. Hm? Weil dann kommen nämlich bei der Horde wirklich 800 Zombies. Das ist den Zombies scheißegal, wie lange du dafür brauchst. Ob ein Tag oder drei Tage, das juckt die nicht. Und du kannst am Anfang nicht in die Städte rein. Du kommst gar nicht an guten Loot dran. Weil die voll Cops und Hunde sind. Klar, kommst du, kannst es versuchen, logisch. Muss man aber den einen oder anderen Tod in Kauf nehmen. Und wenn man alles verliert, ja. Na? Klar, Nachteile sind dann, man hat keine Shortcuts mehr und so. Da muss man sich wieder ein bisschen umgewöhnen. Aber vom Spielerischen her auf jeden Fall um einiges. Auch mit der Mine. Da musst du halt mit der Minen bauen, damit du an Ressourcen kommst. Was du hier alles gar nicht brauchst. Problem ist, man kann es halt nicht so ummodden. Das ist das große Problem. Sonst hätte ich das schon gemacht. Gerade das mit der Horde, das ist das Ärgerlichste überhaupt. Das wäre echt schön, wenn sie da irgendwie eine Option machen, dass man dann die Wahl hätte. Oder Alpha 12 war das sogar auch noch mit der Gore-Blöcke. Und wenn das in Alpha 17 nicht kommen sollte, soll ja angeblich kommen. Ist das auch nochmal ein Future. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Aber vielleicht überzeugt uns ja die Alpha 17 komplett. Oder man kann sie halt so modden. Das wäre natürlich schon geil. Mal abwarten. Ich meine, hier hatte ich jetzt auch Spaß. So ist nicht, ne? Aber überlege ich mal, jetzt hätte gar keine Banditen, die dich ab und wann mal wenigstens noch von hinten überraschen. Ja. Hast du hier aktuell halt keinen Kick irgendwie, ne? Ist alles Easy-Peasy-Mode. Und das, obwohl wir auf dem höchsten Level spielen und sogar noch den Schaden und alles verstärkt haben. Also in der Vanilla-Version wärst du schon bei... Ja, keine Ahnung. Tag 30 wahrscheinlich soweit. Naja, naja. Aber wenigstens bauen wir ganz geil. Hat sich bisher ganz gut entwickelt, muss ich sagen. Dafür, dass ich so erst gar keine Ideen hatte. Nur so ungefähr so ein bisschen hat sich doch was ganz Geiles raus entwickelt. Ja. Und was ich ja auch schon mal erwähnen kann, zu Alpha 17 wird es auf jeden Fall... Wollte ich gar nicht, das... Wird es auf jeden Fall dann irgendwann auch einen Community-Server geben, so wie es jetzt bei Rust ist. Was haben ja doch schon mal der ein oder andere angefragt. Von wegen, ob wir mal mitspielen könnten. Muss ich mir halt noch ein paar Gedanken zu machen, wie ich es umsetze, genau. Los. Was ist hier los? Okay. Habe ich wahrscheinlich nichts hier. So stark. Also Clay müssen wir nochmal mitnehmen. Ja, weil ganz ohne PvP ist auch langweilig, also. Ich will es aber auch nicht so machen, dass PvP jetzt mega belohnt wird. Also es soll schon so sein, dass man eigentlich freundlich ist, aber ich möchte auch nicht irgendwie, dass ich jetzt hier einen 20-Slot-Server mache. Dass die Leute dann da alle zusammenhocken, zusammenhausen und da gegen die Zombies kämpfen, das ist auch irgendwo langweilig. Aber wenn man halt so Siedlungen hat, keine Ahnung, da spielen vier zusammen, da spielt einer alleine, da spielen drei.
Dass man halt so ein bisschen untereinander handeln kann und so, das finde ich schon ziemlich geil. Aber trotzdem, dass wenn einer irgendwie einen echt auf den Sack geht, dass man halt auch die Möglichkeit hat, ihn einfach mal wegzuknallen. Allerdings soll es halt nicht so sein, dass PvP belohnt wird. Das Idee ist halt, dass man beim Tod halt alles verliert, so wie es jetzt generell immer bei mir ist. Wird natürlich Ehrmord sein. Höchstwahrscheinlich vielleicht, ja, Vanille ist aber eigentlich echt zu lahm, ey. Ja, wenn man halt das so einstellt, dass man halt alles verliert, wenn man stirbt, ist PvP halt nicht lohnenswert, weil halt nichts gedroppt wird, wenn man jemanden tötet. Gehe ich zumindest von aus. Habe ich noch nicht ausprobiert. Müsste ich dann halt mal antesten, ob es wirklich so ist. Aber sollte ja eigentlich so sein. Halt, das nicht so ausartet PvP-mäßig. Aber wenn, wie gesagt, wenn einer irgendwie scheiße zu einem ist oder einer einen verarscht beim Handel oder was auch immer, dass man halt echt die Möglichkeit hat, das trotzdem zu sanktionieren, ne? Oder ihn einfach wegzuknallen dann. Das muss schon mit rein, also sonst so ganz ohne Reiz. Nee. Könnt ihr aber gerne mal eure Meinung dazu hier reinschreiben, wenn ihr euch. Wenn ihr da überhaupt Interesse habt. Und was ihr davon so haltet. So, wollte ich noch irgendwas mitnehmen? Den auf jeden Fall. Ach so, ja, wir wollten eigentlich noch ein paar Autos scrappen, ne? Dass wir noch eine Werkbänke mitnehmen können. Aber. Ich will es auch einmal wegbringen. Jo Leute, wir sind auf jeden Fall am Ende einer Folge. Ich werde nochmal in der nächsten Folge da ein bisschen drauf eingehen. Community Server. Ja, also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.